Ihr Lieben, ich bin's wieder. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch gerne dieses Album vorstellen, beziehungsweise das Album zeigen, was ich jetzt vor kurzem gebastelt habe. Ich hatte euch ja in dem anderen Video gezeigt, das Maritime und das jetzt mehr im Vintage-Look. Und dadurch, dass ich Vintage und auch so ein bisschen, ja, shabby mag, ja, und das auch absolut mein Fall ist, ja, und ich auch für so vieles immer so ein bisschen ja, offen bin, dass ich nicht immer jetzt nur eine Sache mag, sondern auch mich für viele Sachen interessiere, habe ich jetzt mal dieses ausprobiert, so ein Album zu machen mit so einem schönen Buchrücken. Allerdings, ja, hat da schon so seine Macken und seine Fehler, aber darüber gucke ich jetzt einfach mal hinweg. Ist nicht perfekt geworden. Das war auch absolut mein erstes Teil, was ich gebastelt habe in diesem Format, in diesem, ja, es ist nicht so, wie es sein sollte, aber das macht irgendwie Vintage und Shabby aus, dass es nicht perfekt ist, dass es nicht wunderschön aussieht oder wunderschön glänzt, sondern dass da eine Macke ist, da eine Macke ist oder dass da mal was heraussticht und dass es dann wieder zu einer Einzigartigkeit macht und zu einer Schönheit dann doch wieder macht und da, ja, etwas Besonderes dann einfach wieder ist. Und deswegen stört es mich auch nicht, wenn es ja nicht hundertprozentig ist, nicht genau ist, ja, und absolut seine Fehler hat. Aber dafür, dass ich zum ersten Mal diese Variante gemacht habe, ja, bin ich doch recht zufrieden. Für mich ist es okay. Ich kann mit leben und ja, wenn ich damit leben kann und das für mich okay ist, ja, ist das völlig in Ordnung. Also von daher, klar, so Kleinigkeiten sind dann immer schon da, die mich so ein bisschen stören. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres und ich habe es mal ausprobiert, ich habe es versucht und beim nächsten Mal klappt es dann. Also ich sage jetzt mal, je mehr man es macht, je mehr man es versucht und also neu bastelt, dann funktioniert es dann auch wieder, beziehungsweise es wird dann immer wieder besser, es wird immer wieder schöner. Es gibt ja immer wieder Sachen, die man besser machen kann, die man verschönern kann. Aber fürs erste Mal ist es okay. Klar, im Außenbereich ist es besser als wie im Innenbereich. Der hat nicht ganz so hingehauen. Ich muss dazu auch sagen, ich habe das ziemlich unter Schmerzen gemacht. Aber ich hatte irgendwie den Drang zu basteln. Ich hatte den Drang, was zu gestalten, kreativ zu sein. Aber ja, hinterher, wenn es dann einem so ein bisschen besser geht und dann nochmal genau hinschaut mit dem Auge, dann sieht man das. Und aber mein Gott, es ist ja für mich, es ist für mich selber. Ich verschenke es nicht, ich verkaufe es nicht oder gebe es irgendwie weiter, sondern es ist ja für mich. Und ich habe mir gedacht, dass ich in diesem Album Bilder hineinkleben werde, wo wir in Museen waren, wo wir auf Burgen waren, auf Schlösser und in wunderschönen Kirchen waren, also wo wir wirklich solche Ausflüge gemacht haben. Das passt da ganz gut hinein. Ja, das macht das Album interessanter und wertet das dann wieder so ein bisschen auf, dadurch, dass wir halt solche Sachen auch sehr viel besucht haben. Und ja, darauf freue ich mich dann doch schon sehr, wenn ich das dann noch mehr gestalte. Ja, wie gesagt, hier vorne habe ich halt dieses Motiv gewählt. Ich hatte das Papier noch die ganze Zeit im Schrank. Ich dachte, komm, machst du jetzt mal, versuchst mal dein Glück und benutzt dieses Papier dann endlich mal. Und ja, hier habe ich dann noch so eine Klebebordüre dann benutzt. Ja, hier habe ich dann dieses, das fand ich ganz toll hier mit dem Gebäude, mit den Häusern hier. Das hat dann ganz gut gepasst für den Rücken. Und hier dann nochmal dasselbe, auch mit dem nochmal verziert mit dem Klebeband, also mit dieser Bordüre hier. Ja, im Innenbereich, ja, ist es etwas holterdiepolter, aber ich kann trotzdem mit leben. Es ist jetzt nicht tragisch, es ist nicht wirklich schlimm. Ich kann mit leben, also von daher. Aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Vielleicht gefällt es euch trotzdem. Vielleicht könnt ihr mir irgendwie noch Tipps und Anregungen und Beispiele geben. Vielleicht könnt ihr mir auch noch sagen, wie ihr das macht, wie ihr es besser gestalten würdet oder was, wo man es vielleicht noch ein bisschen mehr verstärken könnte, damit das auch hält. Ja, ihr könnt mir ja da einfach mal in den Kommentare schreiben. Ich bin da ja offen, also ich bin auch nicht böse, wenn ihr dann sagt, oh Gott oder so. Aber wie gesagt, es ist ja eh für mich selber und für was anderes soll es auch nicht dienen.
Und ich gehe mal davon aus, je mehr ich mache und je mehr ich gestalten werde, je mehr wird es auch besser werden und schöner werden und werden dann nicht mehr so viele Fehler auftauchen oder ja, dass man sich dann hinterher wundert, ups, was hast du da gemacht? Also von daher fangen wir einfach mal von innen an. Ja, wie gesagt, Bilder habe ich ja noch nicht hineingeklebt. Ich habe dann einfach hier mal grundsätzlich angefangen. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie sehen. Ja, so jetzt. Ja, hier habe ich dann einfach nur normales Motivpapier hineingeklebt. Ich fand das richtig klasse hier mit der Uhr hier und mit der Frau, die da am Telefonieren ist und die das Gebäude hier im Hintergrund fand ich richtig klasse. Hier habe ich allerdings keine Taschen oder irgendwelche Fächer hier noch gemacht. Ich habe das halt so gelassen, weil ich es halt so als erste Seite wirklich toll fand. Ja, hier habe ich dann wirklich angefangen, dass ich hier so ein Täschchen gemacht habe, noch von Resten, weil man kann ja immer noch mal wieder aus irgendwelchen Resten von Papieren immer noch mal irgendwie was Schönes machen, sei es irgendwie eine Tasche, sei es eine Tag oder. Man kann ja alles noch mal ein bisschen verwerten und gebrauchen. Und hier habe ich dann dementsprechend dann hier noch mal den schwarzen Karton benutzt. Ich dachte jetzt, wenn ich das hier wieder benutze, fand ich jetzt nicht so. Ich wollte irgendwie noch mal was ja benutzen und gebrauchen, was es noch mal so ein bisschen so ja aufhielt und was es noch mal so ein bisschen auch verstärkt. Also dadurch noch mal so einen dunkleren Hintergrund auch gibt. Und da dachte ich mir, das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt, dadurch, dass ja auch das so ein bisschen in manchen Papieren, die ihr dann auch gleich sehen werdet, dann so ein bisschen wiedergibt das Schwarze. Und da dachte ich mir, das passt ganz gut. Hier oben habe ich dann auch diesen Kraftpapierblock von Action genommen. Da habe ich dann hier so einen Kreis halt gemacht und habe es dann in der Mitte so ein bisschen geknickt und habe es dann hier und auf der Seite dann dementsprechend dann geklebt. Und wollte erst noch mal Löcher reinmachen. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde, wenn ich das dekorieren werde. Oder ob ich irgendwelche, wenn ich Löcher reinmache, ob ich dann vielleicht noch mal mit Dekobändern verziere, weiß ich noch nicht, weil ich ja, ich muss gucken, wie ich es mache, keine Ahnung. Also wie gesagt, hier ist eine Tasche und hier wollte ich das dann hier so schön verzieren. Entweder kommt hier ein schöner Text dann hin oder das Bild allgemein. Ja, werde ich mich dann noch so ein bisschen inspirieren lassen von den Bildern dann, weil wir auch ziemlich viele Ausflüge gemacht haben. Hier habe ich dann eine große Tasche. Hier habe ich dann wieder was zum Reinfüllen. Also hier ist ordentlich Platz bis nach unten hin. Hier habe ich dann auch noch mal einen länglichen zum Einpacken, also beziehungsweise ist ja egal, was man kann sich ja da überlegen, was man möchte. Man kann ja machen, was man möchte. Man muss es ja nicht machen. Man kann es auch so lassen und hier irgendwie was gestalten. Also das bleibt einem ja jedem selber überlassen. Wie gesagt, also Macken sind auf jeden Fall da. Wenn ihr hier so ein Papier oder so überstehen seht, das ist mit Absicht. Das habe ich zum Beispiel auch auch hier gemacht. Das sollte halt so ein bisschen ja verranzt und sonst was sein. Also es sollte so ein bisschen auch so ein bisschen so lässiger und schlabber Look aussehen. Es sollte nicht wirklich so gerade und edel und total vornehm aussehen, sondern es sollte so ein bisschen dir so den Touch davon haben. Ja, hier habe ich hier dieses Motiv gewählt, die Frau mit dem Schmetterling hier und diesen schwarz-weiß Boden. Ja, das fand ich auch ganz klasse. Hier wieder diese Straße, dieses Gebäude hier, also, beziehungsweise überhaupt diese Häuser hier zu sehen im Hintergrund. Das fand ich auch ganz toll hier mit dieser Nummer hier. Das Papier finde ich absolut klasse, deswegen habe ich das auch gewählt, war froh, dass ich das noch habe. Und dachte mir so, komm, jetzt benutze das mal, jetzt bist du mal ein bisschen kreativ und versuchst mal so ein bisschen was daraus zu machen. Mehr oder weniger hat es geklappt und ja, also ich bin soweit zufrieden. Klar, die eine oder andere Macke hätte nicht sein müssen, aber mein Gott, gibt Schlimmeres auf der Welt, sage ich immer. Also von daher ist es nicht ganz so tragisch und ich kann mitleben. Und es soll ja auch mir gefallen. Es muss ja keinem anderen gefallen, es muss ja nur mir gefallen. Und solange es hält, hält es.
Ja, ich versuche auf jeden Fall, dass ich beim nächsten Mal dann besser mache, dass es dann wirklich auch dementsprechend dann etwas länger hält. Es soll ja mir auch nicht auseinanderfallen oder so. Das wäre natürlich auch ärgerlich. Ja, wie gesagt, hier die Tasche. Hier kann man auch noch was reinmachen. Da ist auch noch die Möglichkeit, was zu verstauen. Hier habe ich auch wieder ein Fach gemacht. Hier habe ich dann so in dem, also da habe ich nicht ganz so ein langes genommen. Mal schauen, was ich daraus machen werde. Ja, so wie es mir gerade so kommt, wie ich es gerade so möchte, kann ja auch mal sein, dass ich vielleicht dann nur dieses Teil dann benutze und hier dann das Motiv dann so lasse. Immer mal wieder so im Wechsel, mal schauen. Aber ja, Fach ist auf jeden Fall dafür da, um da noch einiges zu verstauen. Weiter geht's. Hier habe ich eine kleine Tasche hier oben gemacht, wenn ihr das seht. Also hier oben, da ist die Öffnung. Dann für Kleinigkeiten oder vielleicht einfach nur mal, wenn ich jetzt ein paar Bilder noch hier dazulegen möchte, einfach nur zum Reinlegen. Wie gesagt, auch hier werde ich nicht immer größere Fotos benutzen, sondern auch etwas kleinere. Ja. Ja, mit der Uhr finde ich das auch ganz klasse hier. Ja, hier ist wieder so ein bisschen nur mit den Buchstaben. Dann haben wir hier ebenfalls ein Fach. Hier habe ich dann auch so einen Tag dann gemacht. Den kann man ebenfalls hier wieder hineinstecken. Wie gesagt, auch das alles wieder in Schwarz gehalten und mit dem Kraftpapier oben. Dann haben wir hier ebenfalls an der Seite eine Tasche. Hier habe ich das dann wieder andersrum gemacht. Da mit dem schwarzen Karton und hier mit dem Kraftpapier. So, dann, ja, hier habe ich dann das so gelassen, dass ich dann, weil ich habe ja hier eh schon die Fächer und die Tags und ja, und dementsprechend dann die Möglichkeit, da irgendwas hineinzukleben oder hineinzulegen. Also von daher dachte ich mir, dass ich das dann so lasse. Entweder ich beklebe hier ein etwas größeres Foto oder ich lasse es so zur Deko. Man kann halt gucken, wie man es möchte. Ne? Also es muss ja auch nicht vollgeklatscht sein, aber wahrscheinlich werde ich da wirklich mehrere kleinere Fotos hineinkleben und werde es dann so schön gestalten nach meinen. Vielleicht werde ich auch noch so ein, zwei Teile noch so an kleinen Dekorationen, vielleicht mit Stein oder vielleicht auch nochmal mit irgendwelchen Bändern oder so. Ja, oder mit so einer Kordel. Ich werde mal gucken. Oder mit Brads oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Mal schauen, was sich da noch so machen lässt. Ich werde da einfach mal dann meine Kreativität freien Lauf lassen. Und dann zeige ich euch nochmal, wenn es ganz, ganz fertig ist. Ja, wie gesagt, hier seht ihr ja, dass das da irgendwo falsch gelaufen ist. Ich glaube, da habe ich, ja, weil ich auch sehr, sehr spät dann noch gebastelt habe, ich glaube, da habe ich im Nachhinein gar nicht mehr gesehen, wie ich geklebt habe. Aber wie gesagt, ja, solche Fehler dürfen meiner Meinung nach passieren. Das ist menschlich. Also von daher kann ich damit leben. Ja, hier habe ich auch wieder nur ganz normal gelassen. Hier kommt dann ein schönes Bild hin und mit schönem weißen Gelstift drüber geschrieben. Hier könnte ich mir auch vorstellen, dadurch, dass ich es ja immer so in diesem Kraftpapier und schwarzen Ton gehalten habe, dass man hier auch mit einem schönen Tombow-Stift schreiben kann, dass man da so ein bisschen verschnörkelt schreiben kann. Das könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen, dass man da so ein bisschen die Schrift so verändert, dass man da mit dem schwarzen Stift dann auch hantiert. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man da das auch so ein bisschen damit verschönert. So, hier habe ich jetzt einfach nur mal kurz so als Zierde was reingetan. Hier ist wieder so ein kleines Täschchen. Also passt auch wieder super hinein. Wie gesagt, hier ist ja schon Papier, wo was beschrieben ist. Da passiert jetzt nicht mehr wirklich so viel. Hier werde ich wahrscheinlich noch ein paar Bilder hineintun. Ja, oder werde das wahrscheinlich so machen, hier dann was schreiben und hier dann die Bilder hinein. Ja, hier habe ich mir dann gedacht, auf diesen beiden Seiten dann, dass hier dann größere Bilder hineinkommen. Und ja, auf dieser Seite habe ich wieder die Möglichkeit, ziemlich viel hinein zu machen. Hier habe ich jetzt wieder in Schwarz und da oben, upsala, und da oben auf Kraftpapier. Hier habe ich halt wieder die Möglichkeit, viel auch zu verstauen und vielleicht noch so ein bisschen was hineinzulegen.
Ja, habe ich einmal, wie gesagt, hier an der Seite die Möglichkeit. Und hier oben natürlich auch. Ja, hier habe ich auf der Rückseite nochmal so eine Tasche gemacht. Hier werde ich so ein Bild machen oder auch nur einen Text. Ja, hier habe ich dann auch wieder die Möglichkeit. Weil dadurch, dass ich ja die Fuji-Kamera habe, die also beziehungsweise die Instax Mini, Entschuldigung, ja, habe ich halt die Möglichkeit, kleinere Bilder oder mehrere kleine Bilder hinein zu kleben und dementsprechend mir das so ein bisschen zu organisieren hier in dem Dings. Ja, hier seht ihr, da ist mir das total abgerutscht, da habe ich das leider verkehrt geklebt. Also da war dann die hier dann gewesen. Das hat. Aber wie gesagt, ja, jetzt stört es mich gar nicht mehr. Am Anfang dachte ich so, ah, nein, Mist und sowas. Wie kann mir das mir nun passieren? Aber dann hat es geklebt und dann wollte ich es nicht mehr rausreißen. Dann wäre es total kaputt gewesen und das Hintergrundbild wäre dann total zerrissen gewesen. Und dachte ich so, komm, komm, hast du nicht gesehen? War nichts, ist nichts passiert und gut ist. Also von daher habe ich es dann so genommen. Ja, im Nachhinein habe ich hier dann nochmal dieses Papier dann umgeknickt und habe hier dann diese kleinen Törtchenaufleger, diese kleinen weißen Papiere nochmal draufgeklebt. Hier habe ich halt wieder die Möglichkeit, ja, habe ich halt wieder eine Tasche, da ist wieder halt die Öffnung da. Und ich finde das hier auch wieder so toll mit der großen Mega-Uhr. Also das finde ich echt klasse. Das Papier ist wirklich super. Ja, habe Einzelpapiere gehabt und einen Block, den ich auch schon etwas länger habe. Und da habe ich einfach mit kombiniert. Und ja, fand das trotzdem ganz toll. Ja, hier habe ich es dann wieder gelassen. Hier habe ich dann wieder wirklich nur eine Seite. Wo ich wahrscheinlich auf solchen Seiten und auch auf diesen etwas dunkleren Seiten mit einem weißen Gelstift dann schreiben werde, damit das nochmal so ein bisschen dann hervorhebt, weil diese Seiten ja eh schon dunkel sind. Und ja, da wäre es ja dann unlogisch, wenn ich da dann noch mit einem dunklen Stift dann schreibe, dann sieht man ja nichts. Und da wird dann erstmal schön alles geschrieben, was man da auf den Bildern so zu sehen hat oder was man da erlebt hat und gemacht hat und so. Ja, hier genau dasselbe. Ja, hier habe ich noch mal eine Möglichkeit, was zu verstauen. Hier habe ich noch mal und dann fand ich das so toll hier mit diesem Umschlag. Und hier habe ich dann jedenfalls auch wieder hier dieses weiße kleine Törtchenaufleger. Ich sage mal Törtchenaufleger. Ja, auch hier wie gesagt wieder dieses Papier mit den Buchstaben. Entweder ich werde hier was schreiben mit dem weißen Gel oder ich werde hier nur ein Bild hinkleben, ein etwas größeres in dem Format. Hier habe ich dann wieder die Möglichkeit, was zu verstauen. Und hier habe ich natürlich auch wieder den Hintergrund mit den Häusern, mit dieser Straße. Das fand ich ganz toll. Und hier natürlich auch wieder die Uhr, die ich hier vorne auch habe. Also hier nochmal die Häuser, die wir dort auch haben. Da spiegelt sich das dann wieder. Und hier nochmal die Uhr. Und ja, nochmal halt die Möglichkeit, hier nochmal so Kleinigkeiten zu verstauen. Ja, und wie gesagt, also das mit der Bindung, das hat nicht so ganz so hingehauen, aber wie gesagt, das hat dann, am Anfang hat das noch gut geklappt hier so. Und hier geht das auch noch so einigermaßen. Ja, und die letzten zwei Seiten, ja, da hat es dann irgendwie mich verlassen. Aber okay, ich kann mit leben. Es ist jetzt nicht so tragisch, es ist jetzt nicht so schlimm. Klar, man sieht es jetzt hier, okay, ich kann es jetzt auch überkleben, ne? Also ich könnte jetzt hier auch nochmal so ein Stückchen Motivpapier und bekleben, dann sieht das keiner mehr. Aber wie gesagt, es ist ja für mich, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde es trotzdem toll, es ist mir trotzdem gut gelungen. Dafür, dass ich es zum ersten Mal gemacht habe, dass es mein erstes Vintage-Album war und auch in dieser Optik beziehungsweise in diesem Format, dass ich es jetzt wie so ein Buch oder wie so ein Aktenordner darstelle. Das war jetzt auch meine erste Arbeit in dem Fall und von daher kann ich absolut mit leben. Also es ist jetzt nicht mehr so schlimm und es ist auch nicht so tragisch. Also von daher finde ich es ganz toll. Wie gesagt, bin dann sehr gespannt, wie viele Bilder ich dann letztendlich hineinkleben werde, welche ich mir da aussuchen werde. Ja.
bin ich schon sehr gespannt und ist mit Sicherheit und wird auch nicht mein letztes sein. Ich werde mit Sicherheit noch mal ein paar machen. So kommt man in die Übung richtig rein, so lernt man es noch mal ein bisschen mehr, so macht man es beim nächsten Mal besser. Klar, macht man immer mal wieder Fehler, das darf auch ruhig sein. Jeder Mensch macht Fehler, das darf ruhig sein, das soll man auch. Nur durch Fehler kann man lernen und das beim nächsten Mal besser machen. Aber ja, auch ich bin nicht perfekt und nicht vollkommen, also von daher ja, ist das völlig in Ordnung. Wollte euch das auch einfach nur mal zeigen. Wie gesagt, das andere war ja Maritimes, das ist jetzt in dem Vintage-Look und ich finde es trotzdem total schön, weil auch die Papiere total super finde und ja, bin froh, dass ich es überhaupt so in der Variante hinbekommen habe. Ich hatte mich vorher gar nicht so daran getraut. Dachte dann eher so, ah, das kriegst du nicht hin oder das ist nichts für dich und klappt das überhaupt so? Und ich sage mal, ich habe es hingekriegt und bin trotzdem ganz stolz darauf, auf meine Arbeit, auch wenn es nicht hundertprozentig ist und es auch nicht so sein, ja, so ist, wie es sein sollte. Aber wie gesagt, das ist alles andere als tragisch. Ja. Das wollte ich euch einfach nochmal gezeigt haben, dass ihr das mal gesehen habt, was ich so in letzter Zeit alles gebastelt habe, warum dann nicht immer so täglich oder alle 2 Tage ein Video gekommen ist. Dadurch, dass ich auch halt viel zu tun hatte und auch gesundheitlich so ja, wirklich angeschlagen bin und nächste Woche dann die ganzen Ärztetermine kommen. Ja, und deswegen dachte ich, Mensch, komm, ich zeige euch das jetzt mal. Und ja, bin dann auch, ja, trotzdem immer wieder mal am Basteln und immer mal wieder am Kreativen sein und immer mal wieder das und das und mal was Neues ausprobieren. Und ihr könnt mir ja auch mal in den Kommentare schreiben, was ihr gerade so Schönes macht, was ihr gerade Schönes bastelt, an was ihr gerade dran seid. Oder vielleicht kennt ihr auch was, was ich noch nicht kenne, was ich noch nicht gebastelt habe oder was ihr auf meinem Kanal noch nicht gesehen habt. Vielleicht könnt ihr mir ja irgendwelche Anregungen und Tipps geben. Bin für Ideen immer offen. Vielleicht ist ja im Moment irgendwas spannend und spektakuläres, was Basteln angeht, was ich noch nicht mitgekriegt habe, wovon ich noch nichts weiß. Also da bin ich auch immer gerne bereit und höre mir das immer gerne an und lese mir das immer gerne durch von euch. Also da würde ich mich auch sehr freuen. Vielleicht habe ich ja irgendwas verpasst in der Richtung. Könnt ihr mir ja auch mal da lassen. Ja, und ansonsten hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ja, auch das Video natürlich und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja, würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen, auf jeden Fall. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, ansonsten einfach wieder beim nächsten Mal reinschalten. Und wünsche euch noch alles, alles Liebe, alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal, eure Melli. Ciao, ciao.